Ist es wahr, dass die Leute in Toronto noch immer von meinem damaligen Auftritt sprechen, währenddessen meine Brüste aus dem skandalös tief ausgeschnittenen Kleid zu fallen drohen? Womit verdienen Sie Ihren Lebensunterhalt? Wir sind Bohemians, Künstler, Officer. Ich bin Komponistin. Das bin ich doch, oder? Manchmal beginnen Reisen mit einer zufälligen Begegnung. Ich bin die große Camilla. Die sind nur Fußvolk. Sie müssen wissen, meine Mutter ist nicht gerade die Vernünftigste. Ich wünschte, ich wäre wie Sie. Versuchen Sie's. Eine Freundschaft. Ich bin soweit. Die mit der richtigen Einstellung beginnt. Wenn mich Harold jetzt sehen könnte. Versteckst du dich etwa mal? Unbeschwert und sorgenfrei. Zwei Frauen, die voneinander lernen. Gandhi. Er liebte Einläufe. Was wollen Sie damit sagen? Wie man jemanden kidnappt. Meine Mutter ist entführt worden. Und gleich kriege ich eine Angstattacke. Wissen Sie, was Sie tun müssen, wenn ich die kriege? Beruhigen Sie sich, Mr. Garra, beruhigen Sie sich! Wie man jemanden erpresst. Camilla, er hat ein Auto gestohlen. Er ist in ein Haus eingebrochen. Aber er entbehrte nicht eines gewissen Charmes. Oh, das ist wie in einem Hintertreppenroman. Ich rufe die Polizei. Was hat er gesagt? Irgendetwas über Handbremsen. Und sie lernen, die richtige Wahl zu treffen. Auf der Bühne stehen, das ist zu aufregend. Aber ich kenne kein schöneres Gefühl als das. Und sobald der erste Ton erklingt, wachen sie auf, die Elfen und Kobolde. Zwei Frauen, die nach ihren eigenen Regeln spielen, die uns zeigen, was sie aus ihrem Leben machen. Jessica Tandy und Bridget Fonda in Camilla.